Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ihr seht, eine Perspektive shaked. Nein, das heißt immer, dass ich vlogge, wenn ich so mache. Oder ich habe wieder eine ganz kreative Phase und fange so meine Sit-Down-Videos an, wo ich einfach nur sitze, wo Scoops da. Ich habe heute was sehr Cooles geplant und es ist jetzt gleich, also es passiert jetzt gleich was, wo ich gucken muss, wie das Ergebnis ist, sonst passiert nicht das, was ich vorhab. Versteht man das? Keine Ahnung. Und zwar wollte ich, also gehen wir gleich zum Tierarzt. Marcel ist leider extrem krank. Scoops hat mich heute um 7 Uhr morgens geweckt und Leute, ihr kennt meinen Schlafrhythmus. Wenn man selbstständig ist, kann man sich den Tag so einteilen, wie man will und eventuell schiebt man ihn dann so ein bisschen weiter nach hinten. Genau, um 7 Uhr, ich dachte mir so, alles klar, aber ich habe ihn dann rausgebracht. Ich war heute mit ihm schon 4, 5 Mal draußen, also ich halte mich an eure Regeln. Alle 2 Stunden spätestens raus. We do this. Achso, kommst du hier an meinen neuen Schuhen? Kommst du hier an meinen neuen Schuhen? Was soll denn das? Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal für Marcel kurz Orangen und Zitronen und so holen und werde ihm so einen frischen Saft pressen, denn der Kerl ist leider sehr krank. Erst nachts aufgewacht, hat er extrem Schüttelfrost. Und ich kümmere mich jetzt hier um alles, muss die Bude ja am Laufen halten. Okay, ich drehe gerade recht durch. Ich wollte eigentlich Steuern machen, aber ich glaube, ich verschiebe es nur ein paar Tage. Scoops muss halt da eigentlich auch nochmal zum Tierarzt. Also ich wollte eigentlich ohne Scoops fahren, aber ich will eigentlich auch Scoops meiner Mom zeigen. Ja, wie mache ich das am besten? Genau, ich habe überlegt. Scoops hatte ja Giardien. Und wir haben jetzt ihm die Tabletten gegeben, so behandelt, wie er behandelt werden sollte. Das habe ich auch. Also, und jetzt geht es ihm eigentlich gut. Er hat keine, also er hat einen ganz normalen Stuhlgang. Und er ist auch sonst sehr fromm. Also ich glaube, er ist eigentlich wieder gesund. Jetzt geht es nur noch daran, also er hustet auch nicht mehr. Jetzt geht es nur noch daran, ob die Kackiproben, ja, Erwachsenenzeug, also sagen, dass er clean ist. Und wenn er clean ist, der Hund von meiner Mom hat nämlich, ach gut, das ist nichts Ansteckendes, aber der Hund von meiner Mom ist schon sehr, sehr alt. Und ich möchte aber, dass die beiden sich kennenlernen. Und deswegen würde ich die einfach, es ist jetzt schon so lange her, wir haben ihn jetzt schon fast einen Monat. Und wir haben ihn einfach noch nicht ihm vorstellen können, weil er die ganze Zeit krank war. Der Hund war jetzt einen Monat krank, Leute, das ist echt gestört. Aber ich glaube, mittlerweile geht es ihm wieder gut. Ich meine, hier, er ist auch ganz frech hier gerade. Ich habe ihm gerade sein Geschirr angezogen, weil ich jetzt eigentlich mit ihm schon zum Tierarzt wollte. Aber Marcel hat jetzt gesagt, er wünscht sich Orangensaft und so. Und im Supermarkt darf ich Scoops hier nicht mitnehmen. Deswegen werde ich ihm sein Geschirr jetzt wieder ausziehen. Danach nochmal mit ihm raus, dann los zum Tierarzt. Eventuell fahre ich Auto, ich muss mal schauen. Mein Auto hat eigentlich keinen TÜV mehr. Ich will ja nichts sagen, aber eventuell haben wir dezent viel Pfand. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr glaubt. Diese beiden hier sind kein Pfand. Wie viel ihr glaubt, wie viel Pfand das ist. Schauen wir mal, ob ihr richtig liegt. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie viel ihr glaubt, wie viel Pfand das ist. Ich trage übrigens wieder meinen Merch. Als ich den in Weiß anhatte, haben mich so krass viele danach gefragt, woher ich den habe. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ihr gar nicht checkt, dass es mein Merch ist. That's my Merch. You are blocked. Habe ich einmal in Schwarz mit roter Schrift und einmal in Weiß mit schwarzer Schrift. Und diesen Unisex, das bedeutet, Männer und Frauen können die beide tragen. Ich trage immer Größe M, weil ich finde, dann sitzen die so lockerer und chilliger. Also, yes. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich geholt habe. Da fühlt sich der Marcelli hoffentlich freuen. Ich habe einmal, das habe ich gerade entdeckt, so Snacktüte Salami geholt. Ich esse ja eigentlich super wenig Fleisch, aber ich liebe Salami. Wir haben echt selten Salami zu Hause, aber ich fand das ganz geil. Ich möchte heute Abend gerne so Käse mit Weintrauben und dann diese Salami-Dinger essen. Also sowas wie so eine Brotzeit, nennt man das so. Finde ich richtig lecker. Dann habe ich mir einmal Light Mozzarella geholt. Dann mache ich Mozzarella mit Tomaten morgens immer auf meinem Brot. Dann einmal Gouda Jung für Dings mit Käse. Ich versuche auf Plastik ein bisschen zu verzichten, deswegen habe ich ganz viele einzelne Orangen. Also 1, 2, 3 und 4. Dann ganz, ganz viele Weintrauben. Himbeeren. 2 Schokocroissants. Milky Way. Erdbeeren. Sonnenblumen-Vollkornbrot. Kinderpinguin. Richtig ausgewogen hier und Babybell. Okay, wie soll es auch anders sein? Planänderung, denn meine Mom hat gesagt, dass ihr Hund, also mein alter Hund, also mein Hund auch, dass der mega platt von seinen Medikamenten ist.
und ich ihm ein paar Tage Zeit geben soll. Und es nervt mich voll, weil ich habe mich heute so drauf gefreut, dass Scoops endlich mal andere Hunde kennenlernt. Aber egal, dann wartet es einfach noch ein bisschen. Vielleicht frage ich die Tage mal Ombre, ob sie mit Lola, mit uns, das ist ja auch ein Mini-Pom, mit uns spazieren gehen will oder so. Auf jeden Fall lohnt es sich jetzt für mich nicht, weil unser Tierarzt ist echt weit weg. Wir haben den halt empfohlen bekommen von jemandem, der sich sehr gut auskennt. Deswegen haben wir keinen in der Nähe. Wir brauchen wirklich, also mit Auto braucht man eine 3,5 Stunde und mit Bahn brauche ich 1 Stunde dahin. Und ja, wenn ich mit Bahn fahren würde, mein Auto hat nämlich keinen TÜV mehr, dann müsste ich... Also wir verkaufen jetzt auch mein Auto, beziehungsweise wir geben es Marcel's Dad. Er rüstet das ein bisschen auf und verkauft es dann und macht es halt TÜV bereit und beziehungsweise bringt es durch den TÜV. Und ich überlege, ob ich mir ein neues Auto hole. Eins, was so für die Stadt... Also mir war das Auto ja ein bisschen zu groß. Ich habe ja Marcel's alten Mercedes gefahren. Ich würde gerne irgendwie so ein ganz, also schnuckeliges, kleines, geiles Stadtauto haben. Mal schauen. Ich werde jetzt Marcel kurz den Orangensaft pressen, damit er morgen wieder gesund ist oder beziehungsweise wenigstens fahrtüchtig. Denn dann bringen wir morgen die Kotprobe dahin mit Auto und dann kann ich heute meine Steuern machen und die morgen auch mitbringen, weil meine Steuern sind ungefähr in derselben Area von Berlin. Berlin ist einfach zu groß, Leute, es ist einfach zu groß. Leute, ich bin der dümmste Mensch im ganzen Universum. Ich dachte, das wären Küchenrollen und jetzt gucke ich und es sind... Toilettenrollen schon wieder. Das ist mir letztens schon mal passiert. Wisst ihr, wie viel Toilettenpapier wir auf Vorrat haben? Ich meine, man kann auch nie Toilettenpapier genug haben, aber trotzdem. Wir brauchen Zeba. Because this man cacks sometimes. Was? In the bone. Hä? Was meinst du? Ja, ja, nicht du. Du kleine Kackbraten. Mann, ich habe das Gefühl, heute ist einfach zu viel in meinem Kopf. So dieses muss halt die ganze Zeit pflegen, dann immer noch... Scoops und ich drehe gerade die ganze Zeit parallel einen Vlog. Dann habe ich heute noch ein anderes Video gedreht und ich musste heute eigentlich noch einen Werbepost für Sims machen. Das war so eine längere Kooperation. Das heißt, heute war der letzte Posting-Termin. Das war da, wo ich in London war, wisst ihr. Schon halt länger her. Ich habe es irgendwie voll vergessen. Und dann habe ich heute schon, also es ist ja nicht schlimm, aber ich habe heute schon ein Bild gepostet. 1 Stunde später haben die mir dann so geschrieben, hey, hast du unseren Post vergessen? Und ich dachte mir so, scheiße. Dann habe ich schnell mein Bild gepostet, aber eigentlich sollte das so ein Swipe-Karussell-Bild werden, wisst ihr, so, dass man so wischen kann. Und jetzt habe ich nur das Hauptbild gepostet und ich weiß gerade nicht, ob ich es dann nochmal löschen soll, aber es ist jetzt schon wieder eine Stunde her, es haben jetzt irgendwie schon 13.000 Likes oder so. Das ist jetzt nicht das beste Foto. Also von Likes her, aber ich weiß, dass wenn es jetzt schon 13.000 geliked haben, dann werden diese 13.000 das auf jeden Fall nicht mehr liken, wenn... Und das ist ja dann für die Firma auch voll dumm und so. Ich hätte das einfach, also da ist es wirklich mein Fehler, ich hätte es einfach wissen müssen, ey. Der nächste Tag ist angebrochen. Meine Schwester ist gerade gekommen. Sie ist direkt von der Uni zu mir gekommen. Und wir überlegen jetzt, ob wir etwas sehr Cooles zusammen machen. Aber wir, also, meine Schwester singt ja voll gerne. Also voll gerne, voll gut, würde ich sogar mal behaupten. Und ich will sie so ein bisschen unterstützen. Und deswegen habe ich überlegt, ob wir so ein Coversong machen. Und Leute, ihr wisst, ich habe übel die Hemmung, Englisch zu reden. Und ich habe übel die Hemmung, zu singen. Do it for the sis. Ja, nein, wäre schon... Also ich würde sie ganz lustig vorstellen. Wir haben schon mal was zusammen gesungen. Da war meine Schwester zwar auch 8 Kilometer, 1000 Milliarden Meter entfernt von mir, wenn es auf der Besserheitsskala nach oben geht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Fun dahinter, gell? Und ich habe schon mal gerappt, das habe ich mir auch getraut. Warum soll ich mich das nicht auch mal trauen? Ich würde sagen, Projekt gescheitert. Erstens, Scoops will beschäftigt werden. Zweitens, ja, meine Schwester kann gut singen. Ich habe euch ja schon gesagt, ich bin nicht so die Bombe und das hört sich zusammen wirklich verlassen. Es hört sich wirklich an, es... Nein. Ich kann, also... Nein. Unsere Stimmen harmonieren nicht. Nein, die harmonieren wirklich nicht. Könnte man es nett sagen. Ach, Leute, meins hört sich an wie so ein Fangebrüll. Und sie ist so richtig zart. Also, kann man echt nicht bringen. Willst du mal was vorsingen? Nein. Okay, im Skurs muss jetzt auf jeden Fall Pipi, der ist gerade aufgewacht. Deswegen gehen wir jetzt mit ihm raus. Ich versuche euch mal kurz eine Stelle zu zeigen, wo meine Schwester singt. Geht nicht weg, kann man ein Mikrofon nicht... Hier, Kopfhörer halte ich jetzt einfach mal ran. High Aber Quality Content. Dann muss ich sie wieder reinstecken. Ah ja, okay. Hier? Mhm. Oder hier? Scooby? Warte. Ups. Guck mal, ob das geht. Nicht mich! Ich meine, zeigen. Warte, ich sehe die Maus nicht hier. Ja.
Aber geh nach links. Ja, geh lieber nach links. Ja. So? Ja. Dann fängt es an hier. Ja. Wo ist denn das Mikrofon? Na, schmeckt's? Okay, also auf jeden Fall so hört sich's an, Leute. Ich habe mir jetzt mal eine Jogginghose angezogen, denn für uns geht es jetzt auf die sehr, sehr große Fahrt. Ich nehme mal Scoops nicht mit, Scoops bleibt bei Marcel. Wir waren ja gerade mit ihm draußen ganz lange. Wir gehen uns auf die sehr, sehr große Fahrt seinen Code abgeben. Und jetzt hoffen wir mal, dass du gesund bist, okay? Und hör auf an meiner, da wo meine Mumie ist, musst du immer dran rumschnüffeln, das beleidigt mich. Wir haben jetzt tatsächlich einen Bus entdeckt, der durchfährt ohne umzusteigen und zwar genau 40 Minuten, das ist so krass. Also ich dachte, wir müssen safe irgendwie so 7-8 Mal umsteigen, aber ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht eine Stunde dahin fahren, also mit Fußweg halt eine Stunde, dahin fahren. Echt? Okay. I have to pay me now a Karte. Denn Schwarzfahren ist not good. Okay, Leute, wir sind jetzt back from the art. Und wie war's? Aufregend. Es war ein sehr, sehr netter Arzt. Ja. Also wir sind bei einem sehr, sehr guten Arzt. Und yes, die Giardien sind weg. Woo! Yeah. Wir müssen jetzt nur noch mal einen Impftest machen. Eigentlich wollten wir es nicht, aber... Warum wolltet ihr es nicht? Weil es halt mit Blut abnehmen und so... Weiß nicht. Also, ja, nächste Woche wird ihm auf jeden Fall Blut abgenommen, machen wir einen Impfstatus, weil die Tierärztin so ein bisschen daran zweifelt, dass er alle Impfungen hat, weil irgendwie war da irgendwas in seinem Impfpass. Ich habe es nicht ganz gecheckt, aber wir machen das auf jeden Fall, weil sie meinte, wir sollen ihn jetzt nur mit Hunden spielen lassen, wo wir wissen, dass er geimpft, dass die geimpft, wir sind auf der Seite, gell? Ich weiß es nicht. Ja, dass sie wissen, wann er geimpft ist, auch keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es gibt ja keine Giardien mehr. Ich fühle mich so viel besser. Jetzt muss ich nicht jeden Tag meine Klamotten auskochen, so gefühlt. Ich werde jetzt noch einmal seine ganzen Näpfe waschen und sein Körbchen. Auch wenn es mir voll leid tut, weil er riecht ja immer seinen Geruch und dann wäscht man es immer. Aber muss sein. Und dann ist der Boy wieder healthy. Woo! Im Bus ganz vorne. Tschüss! Ich fahre einfach gerade das erste Mal seit langem wieder Bus. So krass, also ich habe gerade so voll die Throwback-Vibes. Ich glaube, ich mache es öfter. Ich fühle mich richtig gut, so wie früher einfach. Ich fahre viel zu oft Taxi, wirklich. Ich fahre einfach zu oft Taxi. In Berlin nach Busfahren. So, ich war jetzt gerade noch bei der Post und habe sein Futter abgeholt. Wir haben ihm nämlich so magengut verträgliches Futter bestellt vom Tierarzt. Und Scooby, wir gehen jetzt nochmal Gassi. Marcel geht es ja immer noch nicht so gut. Deswegen gehe ich jetzt sofort, nachdem ich nach Hause gekommen bin, wieder rund. So, Scooby, du. Du gesunder Spatz, wo willst du hin? Zur Wiese? Oder wieder rein? Nein, 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 nicht wieder rein. Leute, so krass, wie es hier waren, einfach noch, obwohl wir es nicht dazu bestellt haben, Leckerlis dabei und so ein Hundespielzeug. Hä? Und wir haben nur 16 Euro für, also was heißt nur, aber für das Futter hier bezahlt. Yes! Guck mal, Schatz, das ist ein neues Spielzeug. Magst du das? Guck mal, das gehört jetzt dir. Rar. Wie krass, und es war auch noch ein Buch drin, ne? Leute, was ist das für eine geile Firma? Okay, es wird immer besser. Es ist so, sogar für die Dosen noch so ein Plastikdings dabei, damit man das wieder verschließen kann. Ey, die denken wirklich an alles. Ich bin gerade absolut begeistert. So, ich werde jetzt ein Video schneiden und ich wollte mal ganz kurz was sagen, weil ich habe es gerade in der Insta-Story gesagt und ich würde es irgendwie gerne nochmal hier machen. Ich sehe jetzt halt, also... Erstmal danke, dass ihr mich so fleißig für die About You Awards nominiert. Ich kann, also jedes Bild, was ich in der DM bekomme, ist... Warte mal, mir hat jemand einen Tipp gegeben zu diesem Flackern. Ich versuche es mal kurz anzuwenden. Angeblich soll es jetzt besser sein. Ich habe gerade in 25 FPS aufgenommen und jetzt in 50. Und merkt ihr einen Unterschied? Es flackert meines Erachtens immer noch. So, dann mit diesem Licht hier. Auf jeden Fall haben mich so viele von euch schon nominiert und das freut mich wirklich extrem. Andererseits fängt das Thema mich schon wieder langsam an zu nerven, weil jetzt natürlich, dadurch, dass halt noch keiner nominiert ist zum Voten, wollen natürlich alle Influencer, die existieren, da mitmachen, was ich auch, also ich will auch übel gerne dabei sein. Ist ja klar, wer will nicht, also ich wurde noch nie für irgendeinen Preis nominiert und es ist ja eine mega coole Gelegenheit, wenn die Community einen so ein bisschen dafür
nominieren kann. Okay, wie oft habe ich jetzt nominiert gesagt? Aber irgendwie denke ich mir so, oh Mann, irgendwie, ich finde es halt, klar kann ich es verstehen, dass jemand so sagt, hey, nominiert mich mal bitte. Aber andererseits denke ich mir so, ich will euch einfach nur, also ich habe euch einfach nur darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Award gibt. Und das wollte ich auch eigentlich nur, weil ich glaube, nur weil ihr jetzt gerade dieses Video schaut, vielleicht findet ihr gar nicht, dass ich es verdient habe zu nominieren. Aber ich glaube, wenn man dann so sagt, nominiert mich mal bitte, fühlt man sich so ein bisschen mehr in der Pflicht. Ist es nicht so? Deswegen würde ich euch sagen, falls ihr einen Lieblings-YouTuber, einen Lieblings-Influencer, was weiß ich, habt, könnt ihr mal die About You Awards abchecken, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man nur einmal abstimmen kann. Ansonsten kann man ja in jeder Kategorie jemanden von seinen Lieblings-Influencern nominieren oder so. Auf jeden Fall würde ich das nur sagen, weil ich finde immer dieses, also wenn man als Nominierter schon feststeht, dann verstehe ich, wenn man sagt, hey, voted. Obwohl sehe ich das ein bisschen zu kritisch. Ich weiß nicht, irgendwie nervt es mich. Also ich irgendwie denke ich mir so, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, so. Oder nicht? Also beim Voten kann ich es verstehen, Community zu dingsen, aber beim Nominieren? Weil ich finde, es sollten ja auch vielleicht Leute nominiert werden, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Wisst ihr, was ich meine? Ach, keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Falls ihr einen Lieblings-Influencer, also ich meine, ich gucke auch 1000 Videos und nicht alle von denen sind meine Lieblings-Influencer, deswegen wollte ich es nur mal sagen. Immer wenn ich hier vlogge, macht Marcel irgendwelche komischen Geräusche. Ich bin ein bisschen, also Marcel hat mir gerade gesagt, er hätte den ganzen Tag fast geschlafen. Ich habe ihm gerade Suppe gemacht und er hat mir gerade so gesagt, ja, ich habe euch singen gehört. Und ich dachte mir so, aber es war halt wirklich unangenehm für mich, als ich mich dann gehört habe. Kennt ihr das? Ihr singt so zu einem Lied, wenn ihr so Kopfhörer drin habt und denkt so, ihr singt es genauso wie der Sänger und dann hört ihr es an und denkt euch nur so, what the hell? So. Und ich dachte wirklich, ich kann ganz gut singen. Ich war auch früher in der Musical-AG. Ich habe auch bei Musicals mit... Das klingelt. Wie spät ist es denn bitte? Okay, 21 Uhr. Es geht eigentlich noch. Oh, ich bin übrigens mega froh, dass ich mir hier diesen Arbeitsbereich gemacht habe. Auch wenn ich mir so denke... Also eigentlich war unser Ziel in der neuen Wohnung, dass ich so ein richtiges Drehzimmer habe. Und zum Beispiel ist mir in meinem letzten Video aufgefallen... Qualität ist viel besser, wenn man 50 FPS aufnimmt irgendwie. Dass ich so diesen Hintergrund hier so hatte. Und das da sieht halt wirklich... ich feiere mich dafür. Das sieht wirklich nicht aus wie ein schöner Hintergrund so. Ich finde so, wenn man hier so sitzt, ist es gar nicht so schlimm. Aber ich sollte das mal... Da hänge ich halt immer irgendeine Scheiße auf, die ich gerade aufhängen muss. Aber ich finde zum Beispiel... Das hier so voll cute, mein Working Space, klar, da hat Scoops gerade Unordnung gemacht, da liegt ein Schuh von Scoops, also nicht von Scoops, aber ihr wisst. Ja, das könnte auch schön aussehen, wenn es ordentlich wäre. Aber ich merke einfach, dass mein Zimmer mir ein Ticken zu klein ist und ich weiß, das ist so voll das First World Problem, immerhin habe ich ein eigenes Zimmer und ich wollte ja auch diesen riesen Kleiderschrank haben, aber irgendwie hätte ich gern so, Marcel zum Beispiel hat jetzt einen Greenscreen und der ist so geil und er sagt, ich kann ihn mir ausleihen, aber ich denke mir so, irgendwie, ich will nicht immer nur vom Ausleihen leben, wisst ihr, was ich meine? Ich will gerne so ein festes Setup hätte ich gerne. Habe ich mir gerade hier meine ganze Foundation abgerieben? Ich glaube schon. Aber ich glaube, das würde gar nicht zu mir passen, so ein perfekter Hintergrund, oder? Kann ich mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde es zu mir passen, wenn man dann alles so perfekt wäre? Oder feiert ihr es, dass ich da die Scheißhängewand behalte? Okay, Leute, damit ich nicht hier ins Labern gerate und dann schneide ich auch noch gleich diesen Vlog hier, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, denn YouTube verschluckt gerne das ein oder andere Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Ich versuche wieder daily hochzuladen, vielleicht auch jeden zweiten Tag.